Wir sind noch beim Bianca-Witschel-Prozess in Dresden, einer Ärztin, der man aufgrund von falschen Impf- und Maskenattesten jetzt hier den heute Protest gemacht hat. Das Gericht hat sie zu 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Eine Haftstrafe von U-Haft von über 1 Jahr wird wahrscheinlich angerechnet werden. Jetzt sind wir hier noch vor dem Gericht, das... Wow. Das Landesgericht macht jetzt hier gerade vom Hausrecht Gebrauch und entfernt all die Leute, die an dem Prozess teilgenommen haben, mit, ja, man sieht es auch, Gewalt. Ich bin doch nett zu Ihnen, ich sage es. Das ist böse, ich werde das hier angepasst. Ja, das ist ja Ihre Meinung. Bitte sehr. Vielen Dank, war doch gar nicht so schwierig. Ich kann immer näher, der die Waffen hat. Und Sie auch, wie gesagt, Sie können weiter Ihren Streamingdienst nachgehen, aber hier dahinter. Hausrecht vom Oberlandesgericht. Okay, auch wir müssen gehen. Das Hausrecht vom Oberlandesgericht hat zugeschlagen. Man darf hier nur auf dem Gehweg stehen. Selbst wenn die Bianca ein falsches Attest ausgestellt hätte, wäre sie heute unschuldig. BGB 227. Versteht jemand die deutsche Sprache in diesem Land hier? Geht auch an die Staatsanwaltschaft, an die Richter, an die Deutschen, die ein bisschen Gefühl haben für dieses Land. Deutschland ist ein schönes Land. Ich liebe dieses Land. Könnt ihr da mithalten? Wie wär's, wenn ihr mal für Recht und Ordnung sorgt? Ich hatte mal vor euch viel Respekt. Ihr setzt euer Leben ein. Für Recht und Ordnung, dachte ich. Das, was ich heute gesehen habe, ist genau das Gegenteil. Bin traurig. Wann fangen wir endlich mal an nachzudenken? Über dieses Unrecht, was da drin gerade eben passiert ist. 17. Juni. Der 17. Juni, der Aufstand damals. 55 Leute sind umgekommen, weil auch angeblich die geschützt werden sollten. Der Staat geschützt werden sollte. Geht das heute wieder so weiter? Das interessiert sie gar nicht, sie lacht. Das ist das Schlimme eben, das ist das Schlimme. Ich habe dieses Land anders kennengelernt. Ich kannte den Deutschen anders. Hier sind Patrioten, dachte ich, in Dresden. Wo sind sie alle? Wo sind die Deutschen? Eine kleine Minderheit. Bin traurig, euch angucken zu müssen. Ich bin traurig. Erwin, es geht auch nicht darum, ob deutsch oder nicht deutsch. Das Ganze läuft ja überall ab. Das ist ja überall in der Welt. Die Polizei verhaftet überall unschuldige Bürger. Überall. Ärzte werden abgeführt. Ich bin Ärztin. Ich stehe auch seit 4 Jahren vor Gericht. Auch wegen Maskenbefreiungsattesten. Ich hatte eine Razzia. Ich wurde behandelt wie eine Schwerverbrecherin. Und so geht es allen Ärzten, die die Wahrheit gesagt haben. Die schon ganz früh genau das gesagt haben, was jetzt in den RKI-Protokollen steht. Schwarz auf weiß. Das kann das ganze Volk lesen. Nur die meisten, wie zum Beispiel Sie, interessieren sich wahrscheinlich nicht dafür. Ich weiß nicht, ob Sie mal sich mit den RKI-Protokollen beschäftigt haben. Wahrscheinlich nicht, sonst würden Sie da nicht so selbstgefällig stehen. Weil dann wüssten Sie, dass Frau Bianca Witschel genau die Wahrheit gesagt hat. Und dass sie ihre Patienten vor unsinnigen, schädlichen Maßnahmen beschützt hat. Und sie steht jetzt vor Gericht und die Menschen, die unheimlich viel Geld damit verdient haben, mit Masken, mit Impfstoffen, die Menschen umbringen, die jungen Menschen umbringen, die sind weiter an der Macht. Und für die stehen sie hier und sind sie gewalttätig gegen eine Gitarrenspielerin, gegen eine Sängerin. Ich habe niemandem was getan, weder mit dem Singen noch damit, dass ich Leuten, genau wie Frau Bianca Witschel, Maskenbefreiungsatteste ausgestellt habe. Weil Masken sind
und das steht genau in den RKI-Protokollen, schützen niemanden. Erstens war das von Anfang an klar und zweitens hat man das die ganze Zeit unterschlagen, diese offiziellen Informationen. Und jetzt sind sie rausgeklagt worden, das heißt, der Bürger muss klagen, damit die Informationen, die ihm eigentlich zustehen, überhaupt einsichtig sind. Und wir müssten auch klagen um unser, das Gericht ist da für das Volk und nicht für Sie oder für irgendjemand, den Sie da, der Hausherr oder so, sondern Sie sind da, Sie sind alle von uns bezahlt und Sie sollen uns schützen und nicht irgendwelche reichen und mächtigen Leute schützen, die viel Geld verdienen mit dem, wogegen wir uns wenden, wogegen wir auf die Straße gehen. Und eigentlich müssten Sie uns vor denen beschützen, anstatt uns abzuführen, uns zu maßregeln und uns gewaltsam wegzutragen. Ich bin schon mehrmals verhaftet worden. Ich bin Ärztin, ich bin Mutter, ich bin Großmutter. Und ich bin mehrmals verhaftet worden, und zwar ziemlich brutal. Und zwar von Menschen wie Ihnen, von Polizisten wie Ihnen. Und eigentlich müssten Sie uns Demonstranten, die für die Wahrheit und das Recht demonstrieren, und für unsere körperliche Unversehrtheit und die Unversehrtheit unserer Kinder. Sie müssten uns beschützen. Und ich verstehe eigentlich wirklich nicht, haben Sie sich mit den Sachlagen, mit zum Beispiel den RKI-Protokollen, bis Sie zum Beispiel, haben Sie sich damit befasst? Wissen Sie, was da drin steht? Nein. Es geht, hören Sie mal gut zu, es geht ja darum, wir sind dafür da, um Recht und Gesetz durchzusetzen. In dem Fall ist das Hausrecht vom Oberlandesgericht. Sie können hier ganz normal Ihre Versammlung abhalten, Sie können alles hier sagen, was Sie wollen, das ist Ihr gutes Recht, aber wie gesagt, hinter der Kante, Hausrecht vom Oberlandesgericht, dafür sind wir da. Es geht jetzt nicht darum, dass wir hier irgendeine Meinung zu dem ganzen Thema haben. Sie sollen nicht Meinung haben, sie wollte wissen, ob Sie die RKI-Akten gelesen haben, weil das ist nämlich das eigentliche Verbrechen, wo Sie als Polizist tätig werden sollten mit der Staatsanwaltschaft. Haben Sie das getan? Haben Sie den Pfizer-Vertrag mal gelesen? Wissen Sie, dass Pfizer, der Stoff, den Sie in der Leitung haben, die Firma, die hat in 24 Jahren 22 Milliarden Euro Strafe bezahlt, weil sie betrogen, beschissen, belogen haben. Das ist Betrug. Haben Sie mal da was gemacht? Nein. Die Leute werden immer noch gespritzt. Und ich frage Sie, nach 4 Jahren, wenn Ihre sie schützt, was wollen Sie von mir? Wenn Ihre sie nicht schützt, warum soll meine sie schützen? Das ist doch Hirngespinst. Das muss man doch nach 4 Jahren verstehen. Verstehen Sie? Sie wurden auch gezwungen. Womöglich sind Sie 5-fach gespritzt. Ja? Sie wissen nicht einmal, was in der Leitung drin ist. Sie wissen nicht. Sie laufen hier herum. Sie machen sich keine Sorgen. Da kommt die 6., 7. Haben sich nie die Frage gestellt, Mann, die 1. hätte doch schützen sollen, die 2. hätte schützen sollen, die 5. hätte schützen sollen. Das hört doch nicht mehr auf. Nach 4 Jahren muss man doch langsam die Kurve kriegen, oder? Freunde, wir sind nicht eure Gegner. Wir sind Menschen, die hier in diesem Land friedlich und fröhlich mit euch zusammenleben wollen. Wie behandelt ihr uns? Ihr macht euren Job. Nein, macht ihr nicht, Leute. Ihr habt für Recht und Ordnung zu sorgen. Wenn Pfizer belügt, bescheißt, wenn RKI belügt und bescheißt, und das ist schwarz auf weiß, auf Deutsch, die Sprache ist gar nicht so schwierig. Leute, leset bitte. Das ist doch gar nicht so schwer. Und es gab schon immer Befehle, die Unrecht waren. Und das wissen Sie auch, wenn Sie ein bisschen sich mit Geschichte befassen. So genauso wie ich als Ärztin weiß, die wissenschaftliche Leitlinie schafft sich regelmäßig selber ab. Aber alle Ärzte glauben daran, immer wieder aufs Neue. Nach 10 bis 15 Jahren Langzeitstudie, ich betone, wir sind alle Laborratten und ich weiß, wovon ich rede, ich bin Ärztin, ich habe das studiert, schafft sich die wissenschaftliche Leitlinie regelmäßig selber ab. Und dann kommt eine neue, von der Pharmaindustrie diktiert, und dann gilt die wieder für 10 bis 15 Jahre und wird wieder an uns Menschen, Ihnen auch, ausprobiert, bis sie sich wieder selber abgeschafft hat. Und genauso ist das mit den Gesetzen. Die Gesetze, die jetzt in den letzten Jahren verändert wurden, das Infektionsschutzgesetz, was sich nur noch gegen unschuldige Bürger wendet, also Sie werden dazu instrumentalisiert, unschuldige Bürger zu verhaften, zu jagen, zu erniedrigen. Ich bin von Polizisten mehrfach
unglaublich erniedrigt worden. Und das, was sie hier gemacht haben, zum Beispiel mich da weggetragen, gewaltsam, und das hat, sie haben mich ganz schön grob angefasst, das ist Erniedrigung, das ist gegen meine Würde. Ich gehöre zum Volk, ich bin Halbtürkin, aber das ist auch etwas. Alle, die kritisch sind, alle, die in den letzten Jahren kritisch waren, werden als Nazis bezeichnet. Ich bin Halbtürkin und er ist auch Türke und wir sind angeblich Nazis, weil wir uns kritisch geäußert haben zu dem, was in den letzten Jahren passiert ist und weil wir nicht wie sie Befehle befolgt haben. Ja, ich bin Nazi, weil ich die deutsche Fahne auf meinem Auto hatte. Und der Kollege von Ihnen meint, ich soll die deutschen Fahnen drunter machen, die türkischen Fahnen dürfen bleiben. Ich dachte, ich bin. Verstehen Sie, was hier los ist? Diese die jungen Menschen werden niemals verstehen, was los ist. Und ihr seht ja auch, dass sich diese Situation immer wiederholt. Das läuft ja seit 4 Jahren so. Und wenn der Befehl kommt von der Regierung, uns irgendwann mal zu erschießen, dann muss ich davon ausgehen, dann werden sie auch das nach Gesetz durchführen. Ganz einfach, um die Doppelhausgaragenhälfte weiterhin bezahlen zu können, damit ihre Frau oder Freundin lacht abends, damit sie weiterhin friedlich ihre Kinder in die Kita oder in die Schule schicken können. Aber merken Sie eigentlich schon, dass sich auch unsere Kinder verändern? Dass plötzlich unsere Kinder konfrontiert werden, dass sie zwischen 72 Geschlechtern kombinieren sollen, dass Kinder völlig verstört aufwachsen, dass auch 18- bis 25-jährige Menschen heutzutage unter Störungen leiden durch diese unevidente Maßnahmenpolitik, die uns in den Abgrund bereits schon gestoßen hat im Vorfeld, da lacht dieser Mann da hinten so zynisch, da könnte ich kotzen. Der behauptet, er ist im Namen des Volkes da und ist der Einsatzleiter hier. Ich kann euch was sagen oder ich kann Ihnen was sagen. Ich möchte nicht denselben Ton und dieselbe Respektlosigkeit an den Tag legen. Der Tag wird kommen, wo Sie sich unglaublich schämen werden, dass Sie heute keine FFP2-Maske aufhatten, sondern der öffentliche Dienst dafür sorgt, dass Ihr Gesicht zu sehen war. Und das ist keine Drohung, das ist einfach eine Feststellung, weil Sie haben einem Unrechtssystem gedient. Und das wissen Sie. Und wie er genau richtig sagt, die RKI-Files, die geben alles hervor, was ausreichen müsste für eine jede Staatsanwaltschaft. Und jeden Polizisten, der wirklich nach Recht und Ordnung seinen Beruf ausübt, um hier Hausdurchsuchungen und Verhaftungen durchzuführen. Denn aus denen geht hervor, dass ein Riesenverbrechen vorliegt und nichts anderes. Und das sind genau die Leute, denen sie vertraut haben, nämlich die sogenannten Experten. Das Robert-Koch-Institut. Nicht Bodo Schiffmann, nicht Dr. Perin Dinekli, nicht Dr. Carola Javid-Kistel, sondern nein, genau denen, warum ihr eure Helme aufgesetzt habt, warum ihr diese evidenzlosen Kaffeefilter vorm Gesicht getragen habt. Da steht drin, Kaffeefilter war eine Verarschung, war nichts weiter als ein Intelligenztest und maximal ein Parteiabzeichen. Nichts weiter. Das steht da drin, wenn ihr euch mal die Zeit nehmt. Nehmt euch die Zeit, dann merkt ihr, dass ihr definitiv, wenn ihr 3 oder 4-mal gespritzt seid von Leuten wie meiner Schwester, die selber Ärztin ist, dann braucht ihr keine Langzeitplanung mehr machen. Dann wird der Turbokrebs euch einholen und ich rede hier nicht mehr in dem Fall, dass es passieren wird. Schaut doch einfach mal selber, wie hoch ist denn der Krankenstand? Nicht nur bei der Polizei, auch bei jeder Behörde, wo ich anrufe, egal was ist. Oh, bei uns sind gerade alle krank. Aber Leute, ihr seid doch alle wegen kriminalistischen Interessen Polizisten. Keine medizinische Beratung. Was ist denn jetzt anders? Die Pandemie ist doch vorbei. Wieso ist so ein hoher Krankenstand? Wieso sind die Krankenhäuser jetzt und hier, während sie hier rechtswidrig gegen uns vorgehen und uns wieder unserer Menschenrechte berauben? Warum sind die Krankenhäuser jetzt voll, auch in Sachsen und zur Pandemiezeit eher pleite gegangen und unterhospitalisiert? Gibt es dafür eine kriminalistische Antwort? Ich glaube nicht, denn das steht in den RKI-Files. Und ich würde mich zu Grund und Boden schämen. Ich würde mich nur noch krank schreiben lassen und würde als Polizist sagen, dass ich psychisch drunter gelitten habe. Aber ich würde nicht mehr hier mit Springerstiefeln und kugelsicherer Weste gegen friedliche Menschen, die im Nachgang betrachtet Recht hatten, vorgehen. Schämt euch und ihr werdet euch schämen. Und jetzt bin ich wieder Reporter. Wir Polizisten. Gut. 2 Jahre lang wurde ich terrorisiert wegen den Masken. Hatte mit über 200 Polizisten zu tun. Hab jedem Polizisten gesagt, lest doch mal den Beipackzettel oder die Verpackung. Da steht nämlich drauf, schützt nicht vor Viren.
Das ist eine ganz einfache Sprache. Ich habe in 2 Jahren einen einzigen Polizisten dazu bewegen können, der ging zum Polizeibus, liest, kommt zurück und sagt, stimmt, steht drauf. Das ist immerhin eine Trefferquote von 0,5%. Versteht ihr, Leute, wo wir uns geistig bewegen? Auch ihr habt diese dämlichen, nutzlosen Masken, die euch sogar gefährdet haben, aufgesetzt. Ihr habt euch nie die Mühe gemacht, in 2 Jahren einmal den Beipackzettel zu lesen. Das ist blind gehorchen. Ihr schadet euch, nicht nur uns. 1931 war übrigens auch ein Deutscher. Otto Heinrich Warburg, der hat dafür den Nobelpreis bekommen. Wenn man der gesunden Zelle den Sauerstoff entzieht, mutiert sie zu Krebszelle. 1931 hat er dafür den Nobelpreis bekommen. Was macht ihr? Genauso weiter. Warum weigert ihr euch zu denken? Warum weigert ihr euch, den Pfizer-Vertrag zu lesen? Warum weigert ihr euch, RKI-Akten zu lesen? Weil sie mitgemacht haben und weil man als Schuldiger niemals mit dem Unrecht sich konfrontieren lassen möchte, mit dem Verbrechen, welches man selber mit durchgeführt hat. Aus diesem Grund gibt es auch keine Aufarbeitung, weil jede beschissene Kassiererin in einem Supermarkt sich mit Macht ausgestattet gefühlt hat, als jemand seine Maske nicht getragen hat, der einfach intelligent genug war zu wissen, dass Viren dadurch nicht abgehalten werden können und die dann Maske, Maske und das hat Macht gegeben, wie es schon mal gab in unserer Geschichte. Ich will nicht wissen wann, ihr wisst alle, worauf ich hinaus will. Und genau diese Mittäter von der Polizei zum Bürgermeister, zur Kassiererin, zum Bundeskanzler oder zur RKI-Position, diese Leute sind natürlich nicht interessiert an einer Aufarbeitung, weil diese ganze Gesellschaft sich aus materieller Gier und Macht dazu missbrauchen ließ, unevidente Sachen durchzuführen, Menschen zu quälen, Menschen ihre Menschenrechte abzusprechen. Und das ist der Grund, warum wir hier wieder stehen. Und das sind alles auffällig junge Menschen. Menschen, die weder DDR-Erfahrung haben, noch schon mal was von der Diktatur gespürt haben. Ich schätze hier alle die Reihe durch zwischen 22 und 35 Jahren. Keine Ahnung vom Mauerfall, einfach ein lachendes Gesicht. Die denken sich, was quatscht dieser Spinner da für ein Mist. Ja, ganz klar. Aber das Schöne ist, ich habe halt im Gegensatz zu Ihnen vermutlich das selektive Gefühl dafür, wann man anfangen sollte, Dinge zu hinterfragen. Wie wäre es, wenn wir für dieses Land aufstehen und sagen, okay, wir haben hier Probleme, wir haben was verbockt, tut mir leid, wir gehen mal Kaffee trinken. Ich habe kein Problem, Freunde, ich habe kein Problem. Auch wenn du mir vorher auf die Nase gehauen hast, habe ich kein Problem, mit dir zu reden, dir zu verzeihen. Aber endlich mal nach 4 Jahren verstehen. Es gab unheimlich viele Informationen. Ihr alle hattet in 4 Jahren so viele Möglichkeiten, euch zu informieren. Und ihr steht immer noch da. Geht gewaltsam gegen Frauen, Menschen, die dieses Land hier leben und verteidigen. Was läuft hier? Was stimmt mit euch nicht? Und schmeißen gewaltsam 100 Menschen aus dem Hause des Volkes raus. Ja. Finde mal den Fehler, aus dem Hause des Volkes. 100 Menschen der Öffentlichkeit. Und was auch dazu gehört zur Wahrheit, unser Ausweis, unser Personalausweis wurde kopiert. Auch das passt nicht zu einem Rechtsstaat, ist einem Rechtsstaat nicht würdig, dass man Menschen erstmal klassifiziert und identifiziert. Ich bin die anonyme Öffentlichkeit und ich möchte nicht, dass mein Ausweis kopiert wird. Also wir sind immer noch beim Bianca-Witsche-Prozess. Man hat alle Zuschauer aus dem Prozess rausgeworfen, kann man sagen. Das ist genauso. 11.27 Uhr dürfen sie betreten, aber nur 21 Minuten und nicht länger. Tobi, wir können erstmal wieder auf den Platz gehen. Da hast du ja in Nordkorea noch mehr Chancen. Ja, es gab einen Mann, der ist aufgesprungen, hat gesagt, als der Richter Sia viele Namen vorgelesen hat, dass Bianca Witschel all diesen Menschen geholfen hätte. Ja, daraufhin wurde er von der Polizei dann rausgeführt. Er wurde applaudiert von den Zuschauern, die daraufhin noch die Nationalhymne anstimmten, was dann wahrscheinlich dem Richter endgültig reichte. Und er verwies alle Menschen, die sich zum Zeitpunkt im Gericht aufhanden, des Gerichtes. Und ja, jetzt stehen wir hier. Jetzt wird sich hier draußen
mit der Polizei, die das umgesetzt hat, unterhalten. Sie wollen, dass wir verstummen, ins Körbchen 1, 2, 3. Sie wollen, dass wir nach hinten, das sei doch unsere Pflicht. Jedoch das wollen wir nicht. Wenn die nur alleine machen, will ihr machen, dann ist es leid. Ich lasse es nicht richtig beschimpft werden. Wir wollen uns kontrollieren. Macht damit viel Geld.